Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute die 10 unglaublichsten Achterbahnen weltweit. Achterbahnen sind im Ganzen nichts für schwache Nerven und gerade deshalb sind sie so oft besucht und so beliebt. Die Achterbahnfans von heute geben sich natürlich nicht mit nur ein bisschen auf und ab und links und rechts zufrieden. Es muss immer wieder der immer größere Kick sein. Und deshalb haben wir für euch die Top 10 unglaublichsten Achterbahnen zusammengestellt. Bleibt gespannt, wir haben einiges aus USA, Europa und Asien und vor allem viele Unterschiede in Sachen Überschläge, Länge, Höhe und Schnelligkeit. Platz Nummer 1, die längste Achterbahn. Bis dato unschlagbar lang ist die Strecke der Steel Dragon 2000 im japanischen Kuwana. Sie jagt im Freizeitpark Nagishima Spa Land über eine Strecke von knapp 2,5 Kilometern. Vier Minuten lang ist man mit der Stahlachterbahn bei maximal 153 Stundenkilometern unterwegs. Überquert werden mehrere Hügel, darunter eine Abfahrt aus rund 94 Metern. Ein Looping gibt es jedoch nicht. Platz Nummer 2. Die höchste Achterbahn. Die weltweit höchste Achterbahn steht in den USA im Six Flags Great Adventure Park in Jackson. Die King Dakar fährt hoch auf 139 Metern. Das entspricht etwa 54 Stockwerken. Die Fahrt auf den Drop of Dome ist kein Zuckerschlecken. Die Bahn beschleunigt in 3,9 Sekunden auf 206 Stundenkilometer. Dann nimmt sie den Anstieg vom 90-Grad-Winkel und fällt ebenso steil ab. Es folgt eine 270-Grad-Spirale. Die Konkurrenz aber schläft nicht. Der Skyscraper in Orlando soll 2021 den King Dakar vom Thron stoßen. Die Achterbahn wird 153 Meter hoch und gleicht einer senkrecht aufgebauten Spirale. Platz Nummer 3. Die schnellste Achterbahn. Den Geschwindigkeitsrekord hält die Formula Rossa in Abu Dhabi. Sie ist Teil der 2010 eröffneten Ferrari World. Die Fahrt ist nichts für Nervenschwache. In nur 4,9 Sekunden beschleunigt der Rollercoaster von 0 auf sagenhafte 240 Stundenkilometer. 100 Stundenkilometer sind schon nach 2,9 Sekunden erreicht. Die Strecke ist rund 2 Kilometer lang. Die Fahrt dauert 1 Minute und 30 Sekunden. Die Autos sind Nachbauten des Formel-1-Wagens Soso Susiandera. Platz Nummer 4. Die Achterbahn mit den meisten Überschlägen. Wer in The Smiler im britischen Themenpark Alton Towers steigt, sollte nicht nur starke Nerven haben, sondern vor allem einen robusten Magen. Die Achterbahn schießt in 2,45 Minuten durch 14 Inversionen und dazu zählen neben Loopings auch andere Überkopfelemente wie Korkenzieher und die Copa Roll. Warum der Name The Smiler? Angeblich wirkt die Fahrt eine so hohe Belastung auf den Körper auf, also die G-Kraft, dass man am Ende mit einem breiten Lächeln aussteigt oder das Ganze macht einfach nur Spaß. Platz Nummer 5. Der schnellste Multi-Launch-Coaster. Selbstverständlich hat auch Deutschland atemberaubende Achterbahnen zu bieten. Im Sommer 2016 eröffnete das Phantasialand in Brühl bei Köln Taron, der schnellste und in seiner Bauart längste Multi-Launch-Coaster der Welt. Launch-Coaster sind Achterbahnen, die nicht durch die Abfahrt von einem Hügel, sondern katapultartig beschleunigt werden. Die Brüder Stahl-Achterbahn wurde gleich mit zwei solcher Starts versehen, und zwar mit dem intensivsten Katapultantrieb weltweit. Die für das Phantasialand typische verflochtene Bauweise spiegelt sich auch in der Konstruktion der Achterbahn wider. Ganze 116 Mal kreuzt sich Taron im Streckenverlauf selbst, ebenfalls ein Weltrekord. Platz Nummer 6. Die steilste Achterbahn. Spektakulär. Die Tagabisha im japanischen Freizeitpark Fuji-O Highland gilt als steilste Achterbahn der Welt. Für diesen Rekord zählt die erste Abfahrt, der sogenannte First Drop, und die ist beim Tagabisha mehr als senkrecht. Sie hat ein Gefälle von unglaublichen 121 Grad und nach 112 Sekunden hat man die Fahrt mit 7 Überschlägen geschafft. Die Bahn fährt dabei auf bis zu 43 Meter Höhe und erreicht 100 Stundenkilometer. Platz
Platz Nummer 7, die schnellste Holzachterbahn. Bis hierher haben wir Stahlkonstruktionen vorgestellt. Manche Achterbahnen sind jedoch aus Holz. Die schnellste dieser Art wurde im Juni 2016 in Tennessee im Freizeitpark Dollywood eingeweiht. Lightning Rod erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von insgesamt 118 Stundenkilometern. Lange war Deutschland der Rekordhalter mit Colossus im Heidepark. Die Colossus im Heidepark erreicht insgesamt 110 Stundenkilometern. In Europa ist sie damit immer noch Spitze. Die älteste, sogar noch aktive Holzachterbahn ist übrigens Leap the Dips im Lakemount Park, USA, von 1902. Platz Nummer 8. Die längste Holz-Stahl-Konstruktion. Sogenannte Hybrid-Achterbahnen bestehen aus Holz und aus Stahl. Dabei sind zum Beispiel die Stützen aus Holz und die Schiene ist aus Stahl. In den USA eröffnete 2015 der Superlativ unter diesen Achterbahnen, der Twisted Colossus im Six Flags Park Los Angeles. Mit seiner rund 1,5 Kilometer langen Strecke ist er der längste Hybrid-Coaster der Welt. Höhepunkte bilden zwei 39 Meter hohe und 80 Grad steile Abfahrten. Platz Nummer 9. Die teuerste Achterbahn. Nicht alle Parks und Hersteller legen die Kosten ihrer Attraktionen offen. In Disneys Animal Kingdom in Florida steht aber wohl die teuerste Achterbahnkonstruktion der Welt. Die Expedition Everest führt zum Teil durch einen künstlichen Berg, dort fährt sie zeitweise sogar rückwärts. Die Bahn wurde 2006 eröffnet und sollte satte 100 Millionen US-Dollar gekostet haben. Zum Vergleich, der Smiler kostete etwa 26 Millionen Dollar. Platz Nummer 10. Die größte transportable Achterbahn. Alle hier vorgestellten Achterbahnen sind in Freizeitparks fest installiert. Bis auf diese hier. Die Olympia Looping ist transportabel. Das erste Mal kam sie 1989 auf dem Münchner Oktoberfest zum Einsatz. Dort gehört sie seitdem zum Inventar. Auch auf anderen Volksfesten wird sie aufgebaut. Sie ist bis heute die größte transportable Achterbahn und die einzige ihrer Art mit 5 vollständigen Loopings. Sie ist 1,25 Kilometer lang und wird 100 Stundenkilometer schnell. Für den Transport werden 50 Eisenbahnwaggons benötigt. 10 Monteure brauchen eine Woche, um die Bahn aufzubauen. So, das war's schon wieder mit den 10 unglaublichsten Achterbahnen der Welt. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Schreibt's einfach mal in die Kommentare. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao. Dum, 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 dum.